Country Strong spielt Gwyneth Paltrow eine alkoholkranke Sängerin, die nach dem Absturz den musikalischen und persönlichen Neuanfang wagt. Für den Streifen tauchte die Schauspielerin ein in die Welt der Country Music und griff sogar selbst überzeugend zur Gitarre. Jedes Mal, wenn man eine neue Rolle spielt, will man so authentisch wie möglich sein. In diesem Fall geht es um Country Music und diese Kultur muss man respektieren und korrekt darstellen. Insofern stand ich natürlich unter Druck. Chels, who is your idol? Kayla Kaner and Jesus Christ. You and Jesus Christ, who'd have thought? I love her. Ich habe viele Country-Filme gesehen, Konzertmitschnitte und Interviews. Ich habe gelernt, Gitarre zu spielen und Country-Lieder zu singen. Es war eine Menge Arbeit. Aber es hat Spaß gemacht, wirklich. Es war eine tolle Herausforderung. Erschwert wird das Comeback der Sängerin durch die Beziehungsprobleme mit ihrem Ehemann und Manager, dargestellt von Tim McGraw. Ein weiteres Hindernis ist die Affäre mit einem aufstrebenden Country-Jungstar. Garrett Hedlund spielt die Rolle. Bei der Besetzung der Rollen wollte ich Schauspieler, die keine Angst davor haben, die dunklen Seiten ihrer Figur zu erforschen. Gerade Tim ist ein ausgesprochen liebenswerter und charmanter Typ. Und dennoch hat er seine dunklen Momente in diesem Film. Ebenso ist es mit Gwyneth. Sie ist eine ausgesprochen mutige Schauspielerin, die keine Angst vor düsteren Abgründen hat. And same with Gwyneth. I mean, she was one of those very brave actresses that wasn't afraid to go to darker places. Gwyneth Paltrows Lied Coming Home war bei der jüngsten Oscarverleihung in der Kategorie Bester Filmsong nominiert. Der Streifen hatte bereits im Dezember US-Premiere und kommt nun in die britischen Kinos. Das deutschsprachige Publikum muss sich noch bis Juni gedulden. That's how it's done, sweetheart.